Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, das letzte Rennen war sehr wahrscheinlich das schlechteste Rennen bisher der kompletten Saison. Platz 4 und Platz 6, kein einziges Fahrzeug von uns auf dem Podium. Das hatten wir vorher noch gar nicht. Also hier selbst in Tondela und in... Ja, wir haben sonst mindestens mal ein Fahrzeug überall auf der auf dem Dings hier. So sieht man es besser. Ja, war... So gesehen sollte es das stärkste Rennen von uns sein. Ist aber das schlechteste geworden. So. Es ist auch ein paar Fehler passiert während des Dings. Collins ist der Einzige, der mit dem Fehler hätte passieren können, weil er nein steht. Wem schicken wir jetzt da rein? Auf jeden Fall einen, der 20er Reifenwechsel hat und Ausdauer. Drei Leute. Du hast schon mal einen Fehler gemacht, dann darf... Duff. Unser neuer Mann. Okay, das weg. Den weg. So, Nackenschmerzen, Boxenstopp war gut. Noch was? Härter Kämpfer Sieg, Motor fertig. Interview von Neto. Wenn alles möglich ist, ja. Oh, Moral. Verdammt, wir haben die Moral... Nein, wir haben die Moral von dir gesteigert. So, Motor ist fertig. Wo sind wir? Also Motor... Haben wir noch ein bisschen Zeit. Erster. Bremse. Plus 50, plus 40, plus 25, plus 25. Dauert zwar 5 Tage, kostet 1,4 Millionen. Plus 100 pro Rennen. Im Rennen, Alter. Heftig. Aber die bringt uns ordentlich nach vorne wieder. Das sollte auf jeden Fall Platz 1 dann sein. Bloß, wir werden immer einmal reparieren. Und ich werde das hier alles rausnehmen. Werde dann mal schauen. Ich wusste, irgendwas hat man nicht auf 100%. Das da reinhämmern und dann das Getriebe upgraden. Also leistungsmäßig upgraden. Obwohl sehr wahrscheinlich ich noch vielleicht ein Getriebe bauen werde. Noch ein Getriebe und noch ein illegaler Motor. Wenn dann noch Zeit bleibt, könnten wir noch um die Heckflügel, Frontflügel und so reden. Teammeisterschaft-Update. Ja, zur Zeit sind wir Zweiter. Wir haben 20 Punkte im letzten Rennen gegen die verloren. Das war richtig viel. Reifenabnutzung. Dass die mal was zu beschweren haben, ne? So, Guildford und Vancouver wird gefahren bei denen. Eastwood gewinnt ein Rennen, dann Risotto Corsa und dann Villan. Dann Pudeta. Und nochmal Pudeta in Punkten. Also die Oktane haben nicht so viele Punkte geholt. Moreno auf Platz 7. Und McGinney auf Platz 10 nochmal einen Punkt. Das heißt, Pudeta hat auf jeden Fall aufgeholt, Risotto Corsa auch. Ui. Risotto Corsa ist richtig dran. Und hier ist es von dort, ne? MRT, Lucatelli, Dragon. Aber von dort. Oh, doch nicht so. Oh, das ist richtig eng. Meistens habe ich immer so von dort im Kopf, wenn das in der European abgeht. Aber okay. 3 Tage weiter. Gerüchte. Mit neuer Frisur oder was? Ja, natürlich, neuer Frisur. Wow, die sieht genauso aus wie die alte. Was für eine neue Frisur. Rosini sind gerade an der Spitze der Teamtabelle mit einem Vorsprung von 6 auf Thornton Motorsport. Chefingenieur Quinn hofft, dieses Wochenende den Vorsprung noch weiter ausbauen zu können. Wir müssen Kevin Mampe und Co. in Schach halten. Es bleiben nur 5 Rennen bis zum Ende der Saison und es geht bald ums Ganze. Reiners behauptet, sie fühle sich als Spitzenreiter nicht unter Druck. Das stört mich ehrlich gesagt gar nicht, sagt die Fahrerin von Thornton Motorsport. Der Nachzügler Team Kirov hofft dieses Wochenende auf einen Erfolg in Sydney, wo es wertvolle Punkte zu sichern gilt. Dieses Rennen ist für uns eine gute Chance, um zu verbessern, so Mastronardi. Ja. Wenn die nicht absteigen wollen, müssen sie es machen. So, wir versuchen Dritter zu werden. Warum haben wir so einen hohen... Alter. Hä? 210. Oh, Moment, ich werde ein bisschen Geld anfordern. Danke sehr, fürs Geld. Sehr nett. So, 210.000 haben wir.
Warum wird dann als 600 angezeigt? Och, immer dieser verdammte Bug. Na komm, wir versuchen mal Zweiter zu werden. Dritter, Zweiter, Dritter, Zweiter. Dritter. Dritter ist immer noch so, wir haben noch einen Platz. Dritter ist immer so, Rosini kann Erster werden, Zweiter sein. Wir sind dann in dem Moment etwas besser. Also etwas dahinter nur. Kriegen aber trotzdem unser Geld. 11 Millionen haben wir jetzt. Gucken, ob wir nächste Saison irgendwas ausbauen können. Wenn das Geld reicht. Ich würde gerne die Fabrik unser ausbauen noch. Obwohl, eigentlich ja... Weiß ich gar nicht, wie ich es ausbauen soll. Weil, wenn wir diese Saison ja Meister werden und nächste Saison ja versuchen, den Titel zu verteidigen, geht es ja sowieso danach zu Panther. Potato wieder zurück. Wir können es ja einfach bewerben, wie ich gesehen habe. So, da Rhein das Problem, Nackenproblem hat, wird De Matteo und Dylan fahren. So, Setup. Sydney. Jetzt müssen wir Gas geben lassen. Wetter. Tolles Wetter. Weiß ich gar nicht. Wenn man es genau bedenkt, ist eigentlich beides ungefähr gleich weit mit den Reifen. Die Regen sind vielleicht ein Tick länger, aber die Intermediates kann man immer eher auch mal benutzen. Das ist ja mal ein super Wetter. So, auch hier ist Sydney. Auch hier mal einen Tick schneller machen wieder. Intermediates. So, gibt Volldampf, Leute. Wir brauchen den Renntrim. Bei beiden Fahrzeugen, wenn es geht, ohne zu wechseln. Na gut, du kannst direkt rausfahren. Los, De Matteo. Fahr gute Zeiten. So, 2D und ab dafür. Sandbergen und Neto auf Trockenreifen. Ne, eigentlich nur Neto. Verjährigen auch auf Trockenreifen. Der Rest auf Intermediates. Nur ein Fahrer auf Intermediates. Auf Trockenreifen. Genau, einfacher auf Intermediates. Alles grün. Also alle eine einfache auf Intermediates. So, gucken, ob wir die nötige Dings haben. Kriegen. Vielleicht auch die Quali drin. Zehn. Ja, wir können. Also eng. Ende der Runde kommt De Matteo mal rein. Setup ist gut. Da gibt es nichts, sich zu beschweren. Quali drin. Kleine Änderung. Machen wir das mal. Mit den gleichen Reifen. Weil De Matteo hat ein bisschen mehr Prozente auf den Reifen. Von daher versuche ich es mal hier noch die letzten paar Dillenmeter da mitzunehmen. Diese kann. Obwohl De Matteo sehr wahrscheinlich es auch nicht schafft über Lina, ne? So ein paar Prozent drauf, aber ne. Aber Platz 1! Immerhin! 1,9 Sekunden schneller als Panther. Team Kirov. Was macht die nach vorne? Hm? Ha. Vielleicht denken sie wirklich mal, dass hier was abgeht. So, es ist trocken. Q1 bleibt trocken. Obwohl das Qualifying komplett trocken sein sollte, ne? Sollte doch trocken bleiben. So, Gewichtsreduzierung. Ja, das Übliche, ne? 80%. Das reicht ja meistens. Also wir sind immer relativ nah an der Grenze. Also 5 Punkte manchmal mehr werden manchmal gar nicht so übel. Um auf jeden Fall nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Aber meistens reicht's ja. Oh, das war eine Fehleinschätzung von mir. Wir nehmen das alte Setup. Machen noch mehr da rein. Die Softreifen sollten eigentlich reichen. Um sich zu qualifizieren. Dann machen wir hier nochmal ein
andersrum. Und dann geht's zum Qualifying. Könnte man eigentlich mal... Na, obwohl simulieren ist auch nicht so schön. Wir fahren mal ganz normal raus, fahren unsere kurzen Runden und dann sind wir auch schon wieder in der Box verschwunden. Wie so meistens. Also Q1 und Q2 meistens so ein Versuch nur. Mit härteren Reifen und dann mit den weichsten Reifen dann nochmal im Qualifying testen. Q3 testen. Fahren. Mann. Die Bremse ist bei beiden zu warm. Da war knapp mit dem ZRT. Ja, ZRT, versucht dran zu bleiben. Alles klar. Ito, McDermott, Mahdi, Zandbergen, Ferrington, Gonzalez, die fahren alle mit den weichsten Reifen. Warum kommt dem Matthias gar nicht hinterher? Alter. Die Teamkollegen 3/10 verloren. Eine halbe Sekunde ist noch in Ordnung. Mit den härteren Reifen ungefähr. Ich nehme nicht mal so viel Zeit weg, wie es eigentlich geplant ist. Sagen wir mal 2/10 können wir aufholen. Vielleicht 3/10. Wenn es ganz gut läuft, dann sind wir auf Platz 4. Also an 4 dran. Wenn es noch eine richtig gute Runde ist, wer weiß, wie viel man noch genau wegnehmen kann. Oh, Zandbergen ist erster. Die letzten Versuche von Steinmann irgendwie noch Fuß zu fassen in der Saison, noch irgendwie einen Sieg zu holen. Ich glaube, Panther hat auch schon wieder mittlerweile aufgegeben, um Siege zu fahren. Die fahren einfach nur, um irgendwie 7. und 8. zu werden. Ist echt so. Wenn wir meistens vor denen sind, mit den härteren Reifen, das ist schon ziemlich bitter. Die sind echt so dritte Kraft. Eigentlich, wenn wir jetzt nicht da wären, sind es dritte Kraft. Das dritte Kraftteam. Eigentlich sah es im Training gar nicht so schlecht aus wie die Team Kirov. Aber so gesehen sind beide draußen. Naja, okay. Dann schauen wir mal in Q2, was da abgeht. Medium. Das Rennen soll ein Regenrennen werden. Die Frage ist nur, es kann ja auch spät anfangen zu regnen, kann aber auch direkt am Anfang regnen. Das ist immer so ein bisschen problematisch. Warum steht hier Regen? Da sieht man es auch. Es soll im Rennen regnen. Die Frage ist halt nur, wie. Entweder wird so ein Minischauer, mehrere Minischauer, ein komplett Regenrennen. Das ist als die Frage, was kommt. Also ein komplettes Regenrennen mag ich eigentlich überhaupt nicht. Norris trocken. Bleibt es? Oh, ne. Raus. Da. Schnell die Rundenzeit fahren, Leute. Gib Dampf. Wir gehen kurz auf 2D, lassen die kurz die schnelle Runde fahren. Weil danach ist wieder vorbei schon, ne? Also deswegen, wer jetzt zu spät rausfährt, den bestraft das Leben. Und das sieht bei ziemlich vielen danach aus, dass die zu spät rausfahren. Selbst wir sind ja noch im Regen unterwegs. 1:21,7. Neto sogar noch schneller als wir. War Neto aber ganz schön nah dran an uns. Beide Panthers. Nicht gut weiter waren. Das ist interessant. Evans sogar schneller als Zandbergen. Zandbergen wird sehr wahrscheinlich nicht mehr rausfahren. Aber normalerweise sollten die sich nicht so stark verbessern. Gucken wir mal, was Abdaloui macht. Los, Abdaloui! Wie machst du's? Okay, die Panthers kommen raus, der Winzer kommt raus. Auf Platz 10 hat EWE geschlagen, aber EWE tut das selber nochmal nachlegen. Bin ich mal gespannt, ob die beiden Panthers es schaffen, Sanfretta und Dings rauszuhauen. Ja, schaffen sie. Nie erwartet, dass sie auch noch Zanfretta doch noch kriegen. Das ist, kam jetzt wirklich unerwartet. Dass beides geschafft haben, ey. Aber Evans, der macht eine richtig starke Saison, ne? Wenn man das mal so behaupten kann. So, wie ist das Wetter? Toll. Toll! Da kann der ganz. Okay. Es
gibt einen Versuch. Mehr gibt's da nicht. Gerade am Ende ist es trocken. Ich meine jetzt alle Intermediates-Reifen. Da bin ich mal gespannt. Das wird eine richtige Trockenschlacht am Ende. Eigentlich ein trocken-nass-Dings, weil die Strecke ist ja noch leicht nass. Und es werden aber trotzdem alle mit Trockenreifen fahren. Hoffen wir mal, dass es Glück bei uns ist, dass wir wieder mal die Letzten sind, die rausfahren. Ey, weg da. Wir fahren sogar zwei mit einem richtig geringen Reifen raus. Nein, wir... Boah, Leute. Dass die Fahrer immer sich beschweren müssen. Wir fahren ganz zum Schluss raus. Die Frage ist, auf welchen Reifen? Eigentlich stellt sich die Frage überhaupt nicht. Mahadi und McDermott mit auf Trockenreifen. Der Rest auf Intermediates. So, wir fahren raus. Alter, warum ist die Maus, die fühlt sich so komisch an gerade? Okay. Hoffen wir, dass jetzt alles gut geht. Wir haben die besten Streckenverhältnisse, weil die Strecke für uns ja noch am trockensten ist. Wir haben mindestens ein bisschen Grip. Evans, 1,25,4. Neto in der Box. Beide Panthers in der Box. Sandbergen in der Box. Neto und Dambele auf Platz 4 und 5. Warum oh, macht er mit? Schneller als, langsamer als Maha. Die ist schon mal sehr gut. Okay, bei uns ist es halt schwierig einzuschätzen, wo wir da stehen, ne? Okay, 1,21. Wir haben minimalen Rückstand. Und Platz 2. Und Platz 4. Hat Reiners nochmal im letzten Sektor einen rausgehauen. Sehr stark. Das gefällt mir. Okay, und es regnet. Das kann doch echt nicht wahr sein.